Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie euch nach dem hoffentlich sehr spannenden Tag hier auf diesem Konferenzort und an der anderen zu einem Abendpodium, zu einer Abenddiskussion. Wir haben heute bereits viel analysiert, wir haben große Bilder gezeichnet, um die Welt zu verstehen. Ich selber war am Nachmittag aber auch in einem Workshop, wo es um Kolumbien ging, um Widerstand gegen Kohleabbau, sehr einseitig für große Unternehmen, auch für internationale Unternehmen. War am Nachmittag, oder jetzt am späten Nachmittag, bei einem Workshop, der rappelvoll war, 200 Leute zum Begriff der intranationalen Lebensweise, wo versucht wird, diese Welt genauer zu verstehen, um sie zu verändern. Beim Eröffnungsvotum heute Morgen wurde bereits deutlich, dass Kritik, eine gute Kritik, eine scharfe Kritik, bereits Teil von Alternativen ist, bereits Teil von Veränderungen und dass wir auch herrschende Politik mit guter Kritik eben auch eher aufhalten können. Es geht auch darum, das haben wir am Vormittag auch gelernt, dass das Sichtbarmachen von bereits bestehenden Alternativen wichtig ist. Es gibt ja schon ganz viel, wenn Sie sich erinnern, wenn ihr euch erinnert, am Vormittag war immer wieder viel. Aber so einfach ist es halt nicht. Und wir müssen immer wieder reflektieren, überlegen, wo stehen wir, was machen wir, wenn es beispielsweise darum geht, dass ja auch im progressiven Spektrum soziale Fragen eher gelöst werden sollen mit mehr Wirtschaftswachstum. Und dann sagt die Ökologiefraktion, hey, mal langsam, das Wirtschaftswachstum hat genug Probleme erzeugt oder erzeugt. Wenn es darum geht, kleine Reformen mitzutragen, sollen sie mitgetragen werden oder tragen sie eben vielleicht auch zur problematischen Stabilisierung des Systems mit der herrschenden Politik bei. Bei Arbeitskämpfen geht es oft darum, die Lohnarbeit natürlich besser abzusichern und auch bessere Einkommen zu schaffen, aber da sagen auch andere, hey, es geht eben nicht nur um die Lohnarbeit, es geht auch um andere Tätigkeiten. Und eine weitere Spannung, die wir immer wieder diskutieren müssen, bei kritischen Ansätzen, bei emanzipatorischen Politiken, und das haben wir heute Abend im Titel, ist das Verhältnis von lokaler Politik, aber auch von Nischen, die gesellschaftlich entstehen, hin zu diesen großen, fast übergroßen Ebenen von regionaler und globaler Politik. Wie können wir das verbinden? Reicht es sogar heute schon oder in den nächsten Jahren für eine große Erzählung für etwas, wo viele Akteure, die die Welt verändern wollen, sich auch dahinter versammeln und eine lebbare, eine andere, eine solidarische Welt schaffen? Nicht einfach, dazu kommen Fragmentierungen. Fragmentierung ist ein Herrschaftsmechanismus, immer wieder über Kooptation, über Spaltung. Wir werden das jetzt in den Tagen wieder erleben, haben Sie in den Medien. Es gibt die guten Kritiker und es gibt die sogenannten Gewaltbereiten. Das ist ein Herrschaftsmechanismus, uns zu spalten. Es gibt Kooptation und anderes. Dazu kommt, auch das war ja heute angesprochen, dass wir nicht nur sozusagen uns selber verständigen müssen, wie kriegen wir die vielen alternativen Ansätze besser zusammen, wie kriegen wir Strategien besser formuliert, sondern wir erleben ja eine Welt, die scheinbar, oder nicht scheinbar, sondern auch real, immer stärker aus den Fugen gerät. Die Herrschenden müssen sich teilweise nur noch mit immer repressiveren Politiken zu helfen, das haben wir auch heute schon öfters diskutiert. Die Schwächeren werden immer stärker in Konkurrenz getrieben, die Ressourcenausbeutung wird vorangetrieben und entweder haben wir es bei G20 schon direkt mit rechtsextremen Regierungen zu tun oder die Regierung bei G20 feuern die rechtsextremen Regierungen. So viel zur Einleitung. Was wir heute Abend machen möchten, sind diese und andere Aspekte und vor allem konkrete Erfahrungen, konkrete Alternativen diskutieren. Denn es gibt ganz viele Alternativen zur G20-Politik und welche Erfahrungen haben wir? Drei ganz kurze Thesen, die aus dem, was ich gesagt habe, hervorgehen. Erstens, es gibt ja ganz viele Erfolge und diese Erfolge werden vor allem auf der lokalen und regionalen Ebene umgesetzt. Es ist sehr schwierig bisher, sie weiter sozusagen räumlich nach oben zu heben. Zweite These ergibt sich, die Kämpfe sind oft noch getrennt. Denken wir an Gewerkschaften, Parteien, soziale Bewegungen, NGOs. Wie kriegen wir das stärker zusammen? Und eben damit sind Bündnisse, die notwendig sind, immer wieder schwierig. Das ist das Setting. Mein Name ist Ulrich Brandt. Ich freue mich, dieses Abendpanel moderieren zu dürfen. Es ist für mich immer, so, nicht immer, aber ein Déjà-vu. Ich hatte in Köln 1999 beim G8-Gipfel auch das Abendpanel, vielleicht waren einige dabei, moderiert. Da gab es eher ziemlich viel Zoff, weil wir im Kosovo-Krieg waren und ein Referent Befürworter des Krieges war. Und 2007 in Rostock bei dem großen Eröffnungspanel für den Gegenkongress durfte ich das Abendpanel moderieren. Und ich erinnere mich, dass Jean Ziegler der Hauptredner war und mir darüber geflüstert hat,
ich muss jetzt aufstehen zum Reden, ich bin zu müde. War ich völlig überrascht, weil er eine flammende Rede gehalten hat vor 2000 Leuten in der Kirche. Beruflich bin ich an der Uni Wien tätig, bin im wissenschaftlichen Beirat von Attac Deutschland, Mitherausgeber der Blätter für deutsche internationale Politik. Meine angekündigte und liebe Mitmoderatorin Silke Helfrich hat mich heute Abend leider verlassen. Sie musste heute Nachmittag bereits ein Panel moderieren und von daher haben wir entschieden, dass ich das heute alleine, ich moderiere es ja gar nicht alleine, sondern wir machen das jetzt zusammen. Ich führe nur etwas durch den Abend und versuche die Fragen zu stellen, die Ihnen und euch auf der Zunge liegen. Die Hausaufgabe für den nächsten Kongress könnte sein, dass wir auch mal jüngere die Moderationisten wollen lassen. So, jetzt zu meinen Gästen. Zuerst, ich bitte Sie, ich stelle Sie kurz vor, dann bitte ich Sie dann auf der Bühne jeweils Platz zu nehmen. Sonia Paré-Hidalgo ist Abgeordnete im spanischen Parlament seit 2016 für En Comú Podem. Sie ist aus Barcelona und war dort Aktivistin, hat sich vor allem in der 15-Emme-Bewegung, also der Bewegung, die am 15. Mai 2011 ihren Ausgang nahm und so viel verändert hat in Spanien, engagiert und ist heute auch noch aktiv in der Bürgerinnenbewegung, um die Schulden zu überwachen. Das ist jetzt meine schräge Übersetzung. Ich bitte die Spezialistin zu entschuldigen. Bitte aber vor allem Sonja mit einem herzlichen Applaus. Harald Wolf ist Mitglied des Parteivorstands der Linken, der Partei Die Linke, und war von 2002 bis 2011 Bürgermeister von Berlin in der Zeit der rot-roten Regierung und hat 2016, ich habe Teile des Buches gelesen, ein aus meiner Sicht wirklich wichtiges Buch publiziert, nämlich Rot-Rot in Berlin, die Zeit 2002 bis 2011, eine kritische Bilanz und in Klammern auch eine selbstkritische Bilanz. Und gerade hat er mitgeschrieben am Buch Europa geht auch solidarisch. Herzlich willkommen, Harald Wolf. Jane Nalunga ist Direktorin des südlichen und östlichen Afrika-Büros für Handelsinformationen. Sie arbeitet zu Handeln. Seatini abgekürzt in Kampala, Uganda. Sie arbeitet dort vor allem mit ihrer Gruppe, mit der Organisation gegen die Marginalisierung der sogenannten Dritten Welt und vor allem der afrikanischen Staaten in den ökonomischen, internationalen ökonomischen Entscheidungsprozessen. Das ist ja wirklich ein dramatisches Thema, dass es dort kaum Stimmen gibt, außer Südafrika. Und sie ist Befürworterin und kämpft in der Organisation für eine stärkere und vor allem für eine souveränere Rolle Afrikas in der Welt und im Welthandel. Sie ist Mitglied von verschiedenen, auch in anderen politischen Komitees. Sie berät die Regierung Ugandas und auch das Parlament und ihre Spezialisierung sind neben Handelspolitik auch Steuer-, Invest- und Investitionspolitik. Herzlich willkommen, Jane. Der angekündigte Salim Muslim ist heute leider verhindert, aber wir sind sehr froh, dass wir mit Sinem Mohammad eine Vertreterin gewonnen haben. Sinem Mohammad ist die Europarepräsentantin der demokratischen Selbstverwaltung von Rojava und Nordsyrien. Sie ist auch aktiv gewesen in der Frauenbewegung in der Region für Frauenrechte und sozusagen in demokratischen Kämpfen auseinandersetzen. Ich begrüße mit euch und Ihnen ganz herzlich Sinem Mohammad. Schaffen wir Alternativen, wie kommen wir auch besser zusammen? Erstmal eine jeweils 7- bis 8-minütige Bestandsaufnahme, die verschiedenen Erfahrungen, die in der Region, in den Ländern gemacht wurden. Das halte die Frage relativ offen. Wir haben das natürlich im Vorfeld besprochen, um auch in diesem Hintergrund für uns zu kommen, zu diesen verschiedenen oder sehr diversen Regionen und Erfahrungen. In der zweiten Runde, die kürzer ist, eventuell schließe ich immer noch mal auf eine Frage an,
In der zweiten Runde möchten wir nochmal eine wichtige Spannung genauer in den Blick nehmen, nämlich die Spannung, was heißen konkrete Politiken, was ist die konkrete Verbesserung von Lebensbedingungen für die Bevölkerung und wie setzt sich das in Beziehung zu radikaleren, grundlegenderen alternativen Horizonten. Viele im Raum werden den berühmten Begriff von Rosa Luxemburg kennen, der revolutionären Realpolitik, jüngst von Dieter Klein, die doppelte Transformation. Also wie schaffen wir diese Spannung, heute uns direkt Politik zu machen, aber auch im Heute bereits einen emanzipatorischen Horizont zu zeichnen. Und die dritte Fragerunde wird sein, was erwarten die Akteure, was sind ihre oder die Gäste und was sind ihre Erfahrungen, sozusagen mit anderen, also mit jenen, die nicht in ihrer Region leben, was sind Unterstützung, was sind aber vielleicht auch Probleme in der Unterstützung ihrer Auseinandersetzung, ihrer emanzipatorischen Kämpfe. Wir möchten Sie und euch gerne wieder integrieren, und zwar in den Modus, den wir auch heute Morgen hatten und jetzt auch schon in anderen Panels. Es werden wieder Menschen herumgehen und Karten austeilen, auf die Sie Fragen schreiben können. Und diese Karten werden eingesammelt. Sie können aber natürlich auch einen eigenen Zettel nehmen. Und dann werden zwei, drei Anwältinnen des Publikums diese Fragen hier vorlesen. Allgemeine Fragen an alle und spezifische Fragen. Ich bitte im Gegensatz zu heute Vormittag, dass die zwei oder drei, die das einsammeln, diese Frage auch so vorbereiten und dann direkt stellen, dass ich das hier nicht durchgehen möchte. Soweit zum Ablauf und ich freue mich auf interessante noch ein, dreiviertel Stunden. Bereits möchte ich sagen, dass Harald Wolf, weil er morgen früh eine Sitzung hatte, wir um 21.15 Uhr gehen uns. Ich teile für uns mal an, dann kommt ihr auch zum verdienten Bier, Wein oder was auch immer getrennt, dass wir um 21.30 Uhr spätestens fertig sind. Zu Beginn eine kleine Bestandsaufnahme und an Sonja die Frage: Was sind jetzt aus deiner Perspektive die Haupterrungenschaften, die Haupterfolge der jüngsten Bewegung meine ich jetzt nicht nur die sozialen Bewegungen, Protestbewegungen, sondern natürlich auch die sozusagen Regierung, die ja vor allem lokalen Regierungen in Spanien, aber wo gibt es auch Probleme? Yes. Well, first of all, I would like to say, because in the mail and the instructions we talked about the financial crisis, and I would like to put into the table, which is something quite obvious, but that feminist movement has also been warning us about the crisis of care, and this is something that we should take into account always, and also about the ecological crisis and the debt that we have that is not possible to be paid with money. We affront capitalism that doesn't allow a sustainable economy or sustainable production. Then, if we focus on what happened with the financial crisis in Spain and in other countries, we can see that the economic power rethink themselves to continue keep having benefits. And they forced the government to implement new reforms and level changes. This in Spain was very hard, and it meant it was austerity was implemented with the excuse of the debt, but really we had a private debt problem. They sold this problem as if it was a public debt that was a problem. And with this excuse, they rescued the banks. They even changed our constitution, which is said that it cannot be changed by any reason. But they changed it to say that the debt should be a priority and it should be paid before any other rights. We also suffer cuts in public services, and we suffer different reforms, such as the labor reform, but they also tried to cut other rights, such as trying to implement again the prohibition of abortion, which was stopped by the feminist movement. So all these things had a strong resistance in the street with the 15M and the social movements that came later. And I would like to say that this has created something different in Spain, and is that we don't have extreme right political parties, and we have xenophobia, of course,
but not in the way that it's happening in some countries in Europe, and I think it's because of this fight in the streets, one-to-one with all the problems put together and not fighting everyone for his own struggle. So then after this period, what we have is new proposals of new political ways of organization. And we have different moments, but I would highlight three. The first one is when Podemos goes to the European elections and it has 5 European parliamentarians in this parliament now. Then 2 years ago with the municipal elections, where some of the most important cities in the state passed to be ruled by progressive governments. And we have much more political groups from the left in the opposition that we had before. These governments are quite symbolic because there were other experiences before, but this has made that many of the important cities, including Barcelona, Madrid, and so on, are now an example of how to deal with another kind of policies. But the problem that they found is that on the first one is that they are ruling in minority. Yeah, so it's difficult sometimes to implement big changes because you need to make a lot of alliances with a lot of different parties. But the second problem is the state laws and also the impositions that come from the European Union. So this made that the third example that I wanted to highlight is that we went to the state elections and we are now the third force in the Congress, in the Spanish Congress. And this is important because although the press and the right wing want to sell this as a defeat because we didn't want the government, it has broken the idea that you only can choose between conservative or the so-called socialist left. And it has opened a period where it seems that the change is possible. Although I would say that we cannot pass just from struggling in the streets to the institutions and that's all, because if you want to do big changes, you need social movements and people convinced to do this, and that the fact that many of the people that have entered the institutions came from the activists, from the activism has like good and bad things, or good and some dangers. The good things is that we took the proposals from the movements, the institutions, and then we legitimate what they are doing. But the danger is that we must remember that this is not enough, and sometimes some people can forget it also from the movements, because they think that we will arrange everything and it's, that the change must be global, so it's very hard, and that I think that we must have 1 foot on the institutions and 1,000 on the streets. Yeah, so this is important. And finally, I would like to say that for these new organizations, and it should be for the left, for some it is, but not always enough, it's very important the feminization of politics. And this is something that is excluding these organizations. And when I say this, I'm not talking about having equal representation of men and women on the list or on the institutions, but the fact that we change the contents of the policies, we change the way of doing politics, sorry, and that we bring care into the center of these politics, taking into account gender, diversity, but also sustainability, which are, I think, feminist and ecologist movements are really related. And finally, we are forcing to change the way we talk about violence against women. They have always talked about gender violence, and we are insisting on changing this to patriarchal violence. Thank you. Vielen Dank. Einen Moment in Europa.
Europa. Harald Wolf wird jetzt aber nicht die Erfahrung in Berlin nochmal aufarbeiten. Wir können alle das Buch lesen. Nein, aber er ist natürlich auch auf der EU-Ebene sehr aktiv. Und die EU ist natürlich ein ganz problematischer, großer Global Player in der globalen Politik. Wir haben viel dazu schon gehört. Aus deiner Sicht, welche Rolle sollte die EU denn spielen? Und zwar auch also allgemein in konkreten Politiken. Und siehst du denn da auch Ansatzpunkte? Gibt es, wir haben es immer wieder, das auch Widersprüche, gibt es Elitendissense, die auch deutlich werden, um die EU in so eine Richtung zu bringen? Also, welche Rolle sollte die EU spielen, gebe ich da ganz knappe und kurze Antwort, eine andere und eine bessere, als sie gegenwärtig spielt. Die EU ist gegenwärtig geprägt von neoliberaler Politik, sowohl nach innen als auch nach außen. Wenn wir reden über die Außenhandelspolitik der Europäischen Union, wir hatten die Auseinandersetzung um TTIP, wenn man sich ansieht, welche Freihandelsverträge die Europäische Union mit anderen Ländern, mit lateinamerikanischen Ländern, mit afrikanischen Ländern, mit Japan schließt, stellt man fest, das, was wir jetzt hier kritisiert haben an TTIP und CETA, das implementiert die Europäische Union gegenüber anderen Ländern und schafft damit oder untergräbt damit auch die, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, was ja ein großes Thema auf diesem G20-Gipfel sein soll, die Lebensgrundlage vieler Menschen und sorgt dafür, dass das, was beklagt wird, nämlich diese massenhafte Armutsmigration, überhaupt erst entstehen kann, weil lokale Ökonomien zerstört wird durch Freihandelsabkommen, durch ausländische Direktinvestitionen, durch Lenkkredit. Das wird von Seiten der Europäischen Union unterstützt. Und ich glaube, das muss stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringen, welche Politik auch außerhalb des europäischen Haus von Seiten der Europäischen Union vorangeht. Was wir ja mehrfach diskutiert haben, auch vor dem Hintergrund der griechischen Erfahrung, ist die massive Krisenpolitik und Austeritätspolitik, die von Seiten der Europäischen Union seit der Finanzkrise vorangetragen wird. Und da finde ich, müssen wir auch sehr intensiv über die deutsche Rolle sprechen. Denn das, was immer wieder als Schuldenkrise genannt wird oder Bankenkrise oder Eurokrise, ist im Prinzip eine Auslandsschuldenkrise. Ein Beispiel. Deutschland hat einen Leistungsbilanzüberschuss im letzten Jahr von über 8% des Bruttoinlandsprodukts. Kumuliert seit 2002, seitdem das Bargeld des Euro eingeführt wurde, sind es 2,6 Billionen US-Dollar an Leistungsbilanzüberschüssen. Was heißt das? Das heißt, dass andere Länder, bei Deutschland Auslandsschulden in dieser Dimension haben. Das heißt, die Überschüsse, die Bundesrepublik Deutschland produziert, sind die Defizite und die Schulden der anderen. Und deshalb sage ich, wir müssen ganz dringend die deutsche Politik ändern, wenn wir die europäische Politik ändern wollen. Ich glaube, es ist eine zentrale Aufgabe der Linken und Alternativen, Europa als Feld der politischen Auseinandersetzung zu begreifen. Wir kämpfen noch viel zu wenig auf der europäischen Ebene, weil, wenn man sich das anguckt, wie sehr die europäische Politik die nationale Ebene bestimmt. Großteil der Gesetze, die gemacht werden auf der nationalen Ebene, sind Ausfluss europäischer Regelungen. Das, was über den europäischen Fiskalpakt und über den Stabilitätspakt über die Politik der Troika durchgesetzt wird, hat massive Auswirkungen auf die Lebenssituation der Menschen. Und deshalb ist diese Auseinandersetzung mit der Austeritätspolitik, aber gerade auch mit der von Deutschland implementierten Politik, ein zentrales Thema von linker und alternativer Politik. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir eine wirkliche europäische Bewegung hinbekommen und eine europäische Öffentlichkeit für diese Politik. Das halte ich für ein ganz zentrales Anliegen. Und dann muss es darum gehen, das erste, Schluss mit dieser Austeritätspolitik und der Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten. Es ist unglaublich, was seit der Krise an Angriffen stattgefunden hat auf die Tarifautonomie.
Wenn ich mir ansehe, dass selbst die harmlose deutsche Mitbestimmung vor dem Europäischen Gerichtshof, am Beispiel TUI, verhandelt wird, ob sie nicht die Binnenmarktfreiheiten unterhöht, dann sage ich, das ist ein Thema, das wir wirklich intensiv aufgreifen müssen und wo wir versuchen müssen, Gegenöffentlichkeit zu schaffen und dagegen zu mobilisieren. Wir müssen deutlich machen, dass diese Politik der Integration über die Binnenmarktfreiheiten und das Konzept des Wettbewerbsstaates, das heißt die permanente Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Staaten, kein solidarisches Miteinander in Europa produziert, sondern die Staaten im Gegensatz zueinander bringt. Und das drückt sich unter anderem aus in der Differenz zwischen den sogenannten Krisenländern und den nordeuropäischen Ländern. Das heißt, wir brauchen ein solidarisches Europa. Und ein solidarisches Europa heißt, dass wir den Binnenmarktfreiheiten soziale Rechte entgegensetzen müssen. Und gegenwärtig wird auf der Europäischen Union wieder auch eine sogenannte soziale Säule diskutiert. Aber auf der Ebene völlig unverbindlicher Ansprüche und Rechte, die jeder unterschreiben kann, die aber nicht wirklich untersetzt sind, wo keine Maßnahmen dahinter stehen. Und deshalb sage ich, darüber muss die Auseinandersetzung geführt werden, wie kann ein soziales Europa aussehen? Wie kann das nicht nur diskutiert wird über die Frage der Freizügigkeit von Arbeitskräften, die Freizügigkeit von Kapital, sondern es muss darum gehen zu sagen, wir brauchen bestimmte soziale Standards. Zum Beispiel einen europäischen Mindestlohn, der sich am Durchschnitt des jeweiligen, 60% des jeweiligen nationalen Durchschnittslohns orientiert. Eine Forderung der Gewerkschaften, die völlig richtig ist und die operationalisierbar ist und diesem Dumping nach unten Grenzen setzt. Wir müssen durchsetzen, dass Tarifbindung und gegen prekäre Arbeit gekämpft wird. Wenn wir zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union ein Indikatorensystem hätten, wo gesagt wird, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit, wie hoch ist die Jugendarbeitslosigkeit, wie hoch ist der Anteil prekärer Beschäftigung und daraus resultieren würde, dass die Nationalstaaten verpflichtet sind, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, dann hätten wir ein anderes Europa. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen, wie Europa anders gestaltet werden könnte und was wir brauchen, sind, dass wir die unterschiedlichen Kämpfe, die es gibt in den Nationalstaaten, in den Regionen, dass wir versuchen müssen, da einen gemeinsamen Nenner herzustellen und zu sagen, wir wollen ein anderes, ein grundsätzlich anderes, wir wollen ein soziales Europa und ein Europa, das vor allen Dingen auch demokratisch organisiert ist und nicht als Kompromiss zwischen Nationalstaaten, das dann sich gegen die jeweilige Bevölkerung, gegen die Arbeitnehmer, gegen die Ausgegrenzten und Unterdrückten gegen Flüchtlinge etc. richtet. Über das Thema Fest über Europa können wir nachher noch mal kurz diskutieren. Eine Nachfrage an Harald, um es etwas konkreter zu machen. Heute ist der 5. Juli 2017. Wer weiß noch, was genau vor zwei Jahren war? Das Referendum in Griechenland. Und um diese Zeit war das Ochi war schon durch, die Bevölkerung hat Nein gesagt und zwei Stunden später, ich werde es nie vergessen, hat ein gewisser Martin Schulz in den Tagesthemen so mit dem Zeigefinger auf die Griechen geschimpft, weil sie nicht kapiert haben, dass sie sich der EU unterwerfen müssen. An dich aber nochmal die konkrete Frage, was hätte die Europäische Linke in dieser ja ganz wichtigen Situation, erste Jahreshälfte 2015, stärker machen können, wo hätte sie initiativ werden müssen, um vielleicht doch die Kräfteverhältnisse in der EU zu verschieben. Du hast viele Möglichkeiten, viele Initiativen genannt, aber das war ja ein wirkliches Fenster, wo wir alle irgendwie in der ersten Jahreshälfte 2015 ganz stark auch mitgezittert haben, es könnte was geschehen und dann war es verloren. Wo denkst du jetzt auch ex post, aus was können wir lernen, vielleicht nur zwei, drei Punkte, wo Fehler lagen und aus was wir lernen können? Also der erste Fehler ist aus meiner Sicht, dass viele in der Europäischen Linken und gerade auch in der Deutschen Linken gedacht haben, das Problem wird in Griechenland gelöst. Ich erinnere an den Slogan, der häufig genannt wurde, zuerst verändern wir Griechenland und dann Europa. Das war eine Illusion, das war der Glaube, man kann sozusagen das Thema an dieses kleine Land einer europäischen Peripherie, das auch insgesamt im europäischen Machtgeflecht nicht so eine große Rolle spielt, delegieren.
Wir hätten eine ganz andere Solidaritätsbewegung gebraucht, eine Mobilisierung, die Druck ausgeübt hätte, insbesondere auf die deutsche Regierung. Und das war viel zu wenig. Wir hätten eine Aufklärungskampagne machen müssen, wir hätten Gegenöffentlichkeit schaffen müssen, in ganz anderem Maße gegen dieses Griechenland-Bashing und diese unglaubliche, teilweise ja auch schon rassistische Kampagne gegen Griechenland. Das war in viel zu geringem Maße der Fall. Da hätten wir wesentlich mehr tun müssen und das ist auch eine Selbstkritik an uns. Es ist unglaublich schwierig gewesen, damals gegen diesen Mainstream anzukämpfen, aber wir hätten es tun müssen und vor allen Dingen hätten wir auch schon viel früher den Bezug herstellen müssen zu der bundesdeutschen Politik und dem Zerfall von Infrastruktur, dem Abbau des Sozialstaates in der Bundesrepublik Deutschland und der europäischen Politik, die gemacht wird. Ob es dann gereicht hätte, das war nicht zu bezweifeln, weil ich glaube, wir werden die europäische Politik nur ändern können, wenn wir auch in der Bundesrepublik Deutschland und in den Kernländern Europas etwas ändern, weil sich dann die Kräfteverhältnisse grundlegend ändern würden. Das wäre die Voraussetzung. Und, aber wie gesagt, es hätte mehr an Solidaritätsbewegung, mehr an Gegenöffentlichkeit damals hätte geben müssen an Solidarität mit Griechenland und Syrien. Man hat den Eindruck, dass sowohl die G7 wie auch die G20 so eine Art Lieblingsbegründung hat, um ihre Existenz zu rechtfertigen unter dem tollen Begriff Entwicklung, Development und vor allem Afrika soll sich natürlich entwickeln. De facto über Politiken von Handelsöffnungen, Handelsverträgen, die ja oft sehr ungleich sind, Investitionen. Wie diskutiert ihr das? Welche Erfahrungen werden gemacht? Das bitte relativ kurz. Und welche Erfahrungen mit der aktuellen europäischen Politik, aber vor allem welche Alternativen, welche Ansätze werden jetzt vor allem in deiner Region, also südliches und östliches Afrika, diskutiert? Okay, thank you very much. And thank you, comrades, for being here. It's a bit late. But I see the place is full up. I will talk about Africa and EU trade policy because that's also part of development. And I also look at the alternatives. Our experience with Europe can be looked at from the historical perspective because a number of African countries were colonies, were EU member country colonies. So the relationship between Africa and Europe can be traced from the colonial period. And even after colonialism, you look at the relationship between Africa and Europe was for Africa to serve the industries or the interests of Europe. Africa has become, as it was, a source of raw materials for the industries in Europe. And that's how it has been, and that's how it is. We produce cotton, we produce coffee, all those raw materials, minerals, are for Europe. And it has already been discussed here. Because our economies are based on raw materials, and because the commodity prices are fluctuating, we have had challenges in our economy. Europe has tried to sustain that relationship. In 2002, the economic partnership agreements were launched, and the objective of the economic partnership agreements, the EPAs, between Africa and Europe was to have a relationship, a trade relationship, which is WTO compatible. But again, it was also to develop Africa. And for the last 12 years or 15 years, there has been a struggle, people struggling, but also even our government struggle against the EPAs. I see a number of friends here
whom have been in this struggle with my brother, is there. We have grown old, 15 years of struggle against the IPAs. What's wrong with the IPAs? Europe is telling us to liberalize. Liberalize more, because we liberalized our economies under the structure adjustment programs. Again, the structure adjustment programs were imposed on us by the IMF. And again, they were telling us that our economies will become stronger, will grow up, and that we are good people. So we liberalized under the structure adjustment programs. It was a disaster, because most of our industries collapsed, because we couldn't compete. We couldn't, compete with the textiles. So our textile industry collapsed. And when an industry collapses, agriculture also collapses. So the textile industry collapsed, cotton production also collapsed, together with the industries, the options. In Ghana, they were growing tomatoes, making tomato paste. It collapsed because of the subsidized tomatoes from Spain. So that has been the story of Africa. Coming IPAs, European Union again tells us to liberalize more. Under the IPAs, we are supposed to liberalize more than 80% of our trade with the European Union. This has also problem of collapsing industries, but also on revenue losses. A number of countries depend on taxing imports, so there was also that problem. There are so many problems with the IPAs. I'm going just to share, just briefly, about our struggles against the IPAs. We have been able to mobilize against the IPAs for the last 14 years. People have said no. And it has been successful, because the IPAs were supposed to be completed in 2008. Up to today, there are just a few countries which have signed. Other countries like Tanzania have said no. In West Africa, Nigeria has said no. In Central Africa, only Cameroon has signed. But the challenge here is the challenge to regional integration, because the region, the entire continent, is now indecided. Some countries have signed, others have not signed. How have we sustained the struggle? It's mobilization, vertical and horizontal mobilization. Vertical is linking with others working on trade. We had a No Stop EPA campaign. In Europe, it was a very big campaign. And we need that now to TTIP, to CETA, because they are the same struggles against trade. We also link it horizontally, link it to structure, link it to human rights, to agriculture, to gender rights, women's rights. So it became a broad, a big, based movement. So the issue of making a movement, building a movement, is very, very critical. We're also able to bring in the members of parliament and also our governments. A number of our governments, like government of Tanzania, is saying no. We are not going to sign the IPAs because we can't industrialize when we open up our economies. So briefly, that has been our struggle against, maybe later on I will talk about the alternatives you have put on that table. Thank you very much. Es sind Economic Partnership Agreements, das sind Handelsabkommen, teilweise Investitionsabkommen, die entweder bilateral von Regierungen
in Europa oder auch von der EU insgesamt abgeschlossen werden mit verschiedenen afrikanischen Ländern. Und die war mir jetzt gar nicht so bewusst, die gute Story ist, dass der Widerstand dagegen doch relativ erfolgreich ist in vielen afrikanischen Ländern. Genau. Ja, kann man sagen. Eine Nachfrage stellen, aber Sie hat nachher, ich gebe nachher etwas mehr Zeit, wenn es um die Alternativen geht, weil ja diese Perspektive der regionalen Integration ganz wichtig ist. Vom großen und diversen Kontinent Afrika kommen wir in eine kleine Region, die enorm Hoffnung machend ist, nämlich Rojava, eine Region, in der viele Alternativen ganz konkret umgesetzt werden und das unter Kriegsbedingungen. Sinem, was sind bei euch Errungenschaften, aber was sind auch Grenzen unter diesen ja gar nicht förderlichen Bedingungen? Wie habt ihr das geschafft, das aufzubauen? Good evening. Good evening, ladies and gentlemen, all friends. When I'm talking about Rojava, maybe somebody asked, where is Rojava? Rojava in Kurdish language, Rojava in Kurdistan means in English the western side of Kurdistan. This is Rojava. It is now located in the north and northeast of Syria. This is what we call Rojava. The place where majority are Kurds living there, but even we have a lot of components of many other nations, like Arabs, like Turkmen, Assyrian, Syriac people, and Armenian, of course, Kurds. And in this region, small region in the north and northeast of Syria, you can find multi-religions and multi-nations. As I said, multi-nations and multi-religions as Islam, Christianity, Yazidis, Alawis, and so on. In this small region, in the beginning of 2011, when the Arab Spring started, they call it the Arab Spring, of course. But for me, I'd like to say the people of Spring. Because not only Arabs, this spring is for all the people in the Middle East. When I'm talking about Rojava, I'm talking about a place in the Middle East. Of course, it's a little bit different from the Europe. In the Middle East, and especially in Syria, we, the people of Syria in general, and Kurds people in special, I can say, we suffered a lot. We suffered from the dictatorship of the regime of Al-Assad. We suffered from the totalitarianism. We suffered from the pressure on our people as a Kurdish people in political side, social, culture, even our soul, our language was being prohibited, prevented in Syria. This is the situation before 2011. There, in Rojava, the Kurdish people really suffered a lot, and they have a lot of pressure, more after 2003, when there was an agreement between the Syrian government and the Turkish government that time. This agreement between those both countries, as a Kurdish in Syria, we paid the price. Because we had a lot and lot pressures on our people. Thousands of people, they were in jails. Some of them, they have been killed in the jails of Al-Assad. We can't speak our language. We can't sing in our songs. And this is the situation. But when we started in 2011, as Rojava place,
we started to organize our people, and we started to find an alternative system of the dictatorship of the regime of Al-Assad. And we have suffered a lot from the one language, one nation, and one flag. This is what we suffered. Only the Arabic language, the Arabic Republic, Syrian Republic flag, and the only also one nation, which is the Arab nation. That means you are denying all the diversity in all over Syria. You are not recognizing all the nations who are living in Syria. As I said, in the Rojava we have multinational, but in all over Syria, we have a mosaic. We have the Arabs, we have Kurds, we have the Assyrian, Syriacs, Turkmens, Armenian. All these people you are denying them, and you are forcing them to speak one language, which is the Arabic language. You are forcing them to have one flag, which is the flag of the Arabic Republic of Syria. You are forcing them to only to know one nation, which is the Arabic nation. This is what's happening. So because of this, we didn't want to have the same experience which we experienced with the regime in our region with the other people who are living with us. We started to have a new model, which is the real democratic model in Rojava. We started to contact with all the nations, with all the components who are living in Rojava, with the Arabs, with the Kurds, the other political parties, with the Turkmens, with the Assyrian, the Christian people, all together. And we said, let us administrate our area and our region together. We have to do it together. This is what we start to. So when I say the revolution of Rojava, I mean here, it is the social revolution. It is political revolution. And it is a women revolution. Because we have changed a lot in the mentality of the society. We have changed a lot of the political, which we have suffered from the dictatorship, to have an alternative, which is a democratic system. And even in the women, equal genders, we also here change the male mentality. We change the mentality of the society to accept the role of the woman in this society. And we have succeeded now. We have our own. Of course, we have a lot of challenges and obstacles. But although of all these things, we could build our own democratic administration together. We could build and have a constitution, which is the social contract, which has been agreed by all these people and the component of Rojava. And in the social contract, we have the equal genders. We don't have the percentage for the women to be 20% or 40%. No, we have equal, 50%. The system of co-presidency, co-president system, a man and a woman to be president. Always we have been to hear Mr. President everywhere. You can rarely find about Mrs. President. Now in Rojava we have Mr. and Mrs. President. And it's already. Each institution, in each council, we have the co-president. We have now the legislative council, like a parliament, in three cantons. Canton of Kobani, everybody knows about Kobani and the resistance of Kobani. And the canton of Al Jazeera and the canton of Afrin.
Now Afrin is in the north of Syria, north of Aleppo, which has been now attacked by the Turkish government. The tanks, the artillery, and the mercenaries who are related to the Turkish agendas, they are now attacking Afrin. At this moment we are here, 1 million people living in Afrin, now they are under attack of the Turkish government there. But with the silence of all the people, with silence of Russia, with silence of United States, with silence of the international community. So for that, we prefer that we have to resist. And we will not accept, only we will have the victory. And we will not accept otherwise than the victory. Only victory we have to do it. We are resisting in Rojava. We are resisting in Afrin. In Afrin now, it is besieged from all the parts of Afrin. From the north and west of Afrin, the Turkish side is all building walls at the west side of Afrin. The Turkish government, they invade the Afrin territories and they cut all the olive trees. About 5,000 olive trees have been cut from the Turkish government with the silence of everybody. Everybody is watching only, as if they are enjoying. Where is the human rights organization? Where is the international communities? What are they doing? Only our friends in the world, they always be supporting us, like you. And we are proud of our friends in all over the world. Because we know only with these friends, we can build better life, better society, better earth together. In Rojava, now we are liberating a lot of areas in Rojava. You have heard about the capital city of the Islamic State, ISIS, which is a Raqqa city. Everybody knows it. It is the capital city of the Islamic State, as they call it, of course. Now we are, our forces, the Syrian Democratic Forces, which is not only a Kurds, they are Arabs, Kurds, Assyrian, Armenian, Turkmens, all together they are now in the city of Raqqa, and they could liberate a very big area of the Raqqa city. They entered the capital city of ISIS now, and they besieged the city from all four sides of the city now. ISIS now inside, they don't know what to do, just only they are making suicide bombs. They are attacking our forces there. We paid a lot of prices from the lives of our young men and women, especially the Kurdish fighters women, who are now leading the campaign of liberating the Raqqa city. She is a woman. She is the woman who is the leader of the campaign of Raqqa city. You know why? Her name is Clara. Do you know why? Because she said, I have to revenge for the thousands of the women of Yazidis who have been sold in the sexual slaves markets by ISIS. And now they could liberate thousands of these people. They could liberate the Yazidis women. We are now in the 21st century. Still, unfortunately, sorry to say that, still we are witnessing sexual slaves markets. This is the result of the modern capitalist. Making a woman as just a slave, making a woman as a model in the markets, in the factories,
looking at the woman just like that, in a very cheap way. We refuse that. Woman is a human being. She has to be equal. Woman has her own rights. And we have now very many rules for women, councils for women, and for that, ISIS, they are attacking the women. They don't want to have the freedom of the women. But we believe, if you want to have a free society, you have to build a free woman. You have to start from the woman. Zweite und kürzere Runde. Bitte denken Sie dran, denkt dran, dass Menschen rumgehen, die Zettel einsammeln, das dann sortieren und während der dritten Runde, also jetzt ist noch Zeit, es abzugeben und während unserer dritten kurzen Runde auf dem Podium wird das dann sortiert und hier vorgelesen. In der zweiten Runde möchten wir jetzt eine Spannung diskutieren, die ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich, dass wir ja unter konkreten Bedingungen Politik gemacht, emanzipatorische Politik, Verbesserung von Lebensbedingungen und gleichzeitig ein breiter Horizont einer freien, guten, nachhaltigen, gerechten Gesellschaft. Und da gibt es auch Spannungen. Und die Frage wird jetzt in dieser Runde sein, welche Spannung gibt es da und wie wird damit umgegangen? Ich fange mit Sonja an. Du hast von Care gesprochen, die Bedeutung von Care und auch von ökologischen Fragen. Gleichzeitig sind ja jetzt auch die progressiven Regierungen in Madrid, in Barcelona oder eure Ansätze damit konfrontiert, dass sie versuchen, Spanien, dass Spanien aus der Krise kommt, dass es vielleicht doch wieder Wirtschaftswachstum gibt, dass es eine Reindustrialisierung gibt, also sozusagen klassische Wirtschaftspolitiken. Wie geht ihr damit um? Lasst ihr euch darauf ein oder versucht ihr auch in heute bereits Alternativen zu formulieren? First of all, I would say that the only ones that believe that the economy in Spain is improving is the right-wing parties, not normal people, because we've got chronification of poverty, worse conditions, worse job conditions, and worse living conditions. So it's not real. We are still suffer the consequences of the financial crisis. We can call it like this or capitalism. It's the same. So there are many things that must be done, and maybe I would like to explain or focus on one thing in Barcelona, which is the housing problem. Because we've got plenty of empty houses, but we've got still a lot of evictions. So this fight cannot be done only from the institution, and that's why I would like to use this. And because it has a tradition of La Pau working in for the rights of housing in Spain. And like for instance, and the town hall is working to change the culture that exists in Spain, that everybody has to be an owner of a house. So it's working to increase the amount of public houses for rent. It's also doing something that it has not been before in cities, that the elected people in the town hall call to stop evictions, call people to stop evictions. So they are not hiding evictions, there are evictions less than before, but they are still up, so they call to stop these ones. And there's also a fight against lobbies such as Airbnb, which have illegal flats in the city and are provoking that the prices of the rents, it's very high, so people is forcing to leave the houses. And on the other way, there's a new struggle that it's called Sindicata Llogaters in Catalan, in English it's something like Renters Trade Union. It's a new form of organization, and they are fighting for the right to the houses and for another kind of tourism, because we are suffering now a massive tourification, sorry. And it also is linked to the right to
the city, not having only spaces, use it as commercial, for commercial uses. But can we use concrete measures to build up new organizations, to have a public housing, and to avoid the evictions? Is there a narrative, an alternative narrative emerging? Is it right to the city, or is it something which goes beyond, which gives the city government or even the progressive forces something which goes beyond these concrete measures? Well, I think that this links with what Harald was saying before, that one thing we have to do is ending austerity. No? One of the effects of austerity in Spain is this. So when you fight this, the problem of the housing, you are not only asking for a house for everybody. Well, you are doing that because it's a right, not to have a property. So in a way, you are also fighting against neoliberalism. And I think we should fight against austerity, but also against colonialism. Harald, an dich die Frage, du hast vorhin ein paar konkrete Vorschläge gemacht und sagst, das muss das Austeritäts-Europa überwunden werden, es muss ein solidarisches Europa geben. Das hört sich so ganz nett an. Also das so, nicken wir alle, finden wir alle gut. Was heißt es denn in konkreten Auseinandersetzungen? Wo siehst du, wo was entsteht, wo vielleicht etwas dauerhaft wird, jetzt im, sozusagen im linken politischen Spektrum, aber vielleicht auch im anderen Spektrum? Ich habe vorhin die Frage gestellt, gibt es vielleicht auch einen Elitendissens? Also gibt es sozusagen auch progressive Eliten, die Teil sein können von einem anderen solidarischen Europa? Wie können wir uns das vorstellen, dass wirklich dieses andere Europa entsteht, und zwar über konkrete Maßnahmen, das hast du ein paar genannt, aber auch als Kommission? Also ich glaube, dass angesichts der multiplen Krise, die wir in Europa haben, es natürlich auch in Teilen der Eliten einen Diskurs gibt über die Frage, kann es so weitergehen? Also wir können zum Beispiel feststellen, dass es in Teilen der Eliten mittlerweile eine Diskussion darüber gibt, brauchen wir nicht ein europäisches Investitionsprogramm? Ein erster Ansatzpunkt war dieser missglückte Juncker-Plan. Aber das zeigte, es gibt eine gewisse Diskussion, die sagt, wir brauchen Investitionen in Europa. Von Seiten der Linken kann man natürlich nicht nur einfach sagen, wir brauchen per se Investitionen, sondern man muss auch darüber diskutieren und Forderungen daran richten, dass ein solches Investitionsprogramm auch mit einer sozialökologischen Transformation verbunden ist. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wird immer wieder diskutiert, Griechenland wäre noch ein tolles Land, um die Energietransformation zu vollziehen. Viel Sonne könnte man doch wunderbar erneuerbare Energien erzeugen. Wenn wir aber nur ein europäisches Investitionsprogramm haben und die Wertschöpfung, die Windräder, die Solarzellen, nicht in Griechenland produziert werden, sondern woanders, und das Ganze ein Projekt transnationaler Konzerne ist, hat niemand gewonnen. Ich will es in einem anderen Beispiel konkretisieren. Griechenland hat 20% der Importe Griechenlands bestehen aus fossilen Energien. Das heißt, wenn es gelingt, eine Transformation des Energiesystems zu erreichen hin zu erneuerbaren Energien, würden 20% dieser Importe eingespart werden können. Das heißt, 20% der Wertschöpfung würde im Land bleiben. Und wenn das dann noch verbunden ist mit der Tatsache oder mit einer Politik, die die Energietransformation als dezentrale organisiert, die den lokalen Gemeinden über Genossenschaften, über öffentliche Unternehmen, damit die Wertschöpfung wirklich im Lande bleibt und das verbunden wird mit auch sozialen Standards und vernünftigen Arbeitsbedingungen, dann, sage ich, wäre das schon mal ein Ansatz für eine Transformation, ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, da können wir weitergehen, weil dann den transnationalen Konzernen Verwertungsmöglichkeiten entzogen werden, lokale Wertschöpfung geschaffen wird, Arbeitsplätze geschaffen wird, Einkommen für die Menschen geschaffen werden und gleichzeitig ökologisch sinnvoll investiert wird. Und das, glaube ich, das muss die Aufgabe sein, wenn wir fordern nach einem europäischen Investitionsprogramm am Ende der Austerität, muss das verbunden sein, nicht mit einem Weiter-so, mit mehr Geld, sondern mit der sozial-ökologischen Transformation. Danke.
deinem ersten Beitrag kam ja sehr stark rüber, es sind eher die defensiven Kämpfe, die durchaus erfolgreich sind, nämlich die Economic Partnership Agreements zu verhindern. Und du hast gesagt, eine regionale Integration könnte besser sein als diese Form der liberalen oder neoliberalen Globalisierung. Da habe ich doch nochmal eine kurze Nachfrage. Wie hält sich es denn mit dem BRICS? Das S bei BRICS steht ja für Südafrika. Ich weiß nicht, ob Patrick Bond im Raum ist, er hätte einen besseren Begriff, aber da kann man ja durchaus von Subimperialismus sprechen. Also wird nicht die regionale Integration auch unter stark asymmetrisch stattfinden? Das hätte ich noch als Nachfrage von der ersten Runde. Und die zweite Runde, wie diskutiert ihr denn, oder gibt es denn Begriffe in der Region, mit denen auch die Alternativen verhandelbar gemacht werden, attraktiv gemacht werden, um aus der Defensive rauszukommen? Heute Morgen hatten wir das diskutiert, viele waren ja da, von Warden Bellow gab es den Begriff der Deglobalisierung vor 15 Jahren. Ein wichtiger Begriff der globalisierungskritischen Bewegung. Habt ihr auch solche Begriffe, solche Narrative, die vielleicht dazu beitragen, aus der Defensive rauszukommen? Sorry, my mic was sort of disconnecting, but maybe I'll start from the last comment about deglobalization, whether there is that debate in Africa. Yeah, there is a debate around the linking from the global economy, from, you know, globalization. And some people have said, how do you de-link? You know, we are globalized, which is true. But maybe what we need to look at is changing the way countries are integrated within the global economy. And I think what's important is to change that nature of globalization, but also change the nature of integration. Like I said, Africa is integrated as consumers of finished products, but exporters of raw material. And we need to change that. We need to change that that kind of integration. And maybe this is where I can talk about the alternatives in Africa. In last 2 years back, the Africa Union passed the Africa Union Agenda 2063. And in this agenda, the African Union is saying we need to structurally transform our economies, structural transformation. And structural transformation, they are talking about linking agriculture to industrialization, to trade, so that there are those backward and forward linkages. These linkages are very, very important because 80% of our people are in agriculture, and 80% of them are women. So if you don't increase agricultural production and productivity, and also add value, provide markets for agricultural products, then you are condemning 80% of the population in poverty. So that linkage, industrial agriculture to industrialization, is also very important to create employment, because in Africa, that's one of the biggest challenges facing Africa, issues of youth unemployment. And I think that's also very, very important that we look at industrialization, creating jobs, but also trading internally. Honorable Harald has talked about living value within the countries. Again, in Africa, one of the aspiration is to create regional value chains, so that instead of being linked to the global chains, we do regional value chains where we add value, but also we market our products within the region. The problem with global value chain is that we are at the bottom of the chain. You know, if it's coffee, we are at the bottom of the coffee beans. You know, not the chocolates, not the Nescafe, but the coffee beans. You know, so
regional value chain can also help in doing that. So that's also another aspiration of promoting regional integration and regional value chains. Another alternative is the Africa Mining Vision. Africa has come up with a mining vision to make sure that all the mining resources are not again exported in their raw form, you know, and so that they are value addition in Africa, so that again we create employment, but also we get, you know, value for money. Again, on the Africa Mining Vision, the biggest challenge with the extractive sector has also been the destruction of the environment, the destruction of the pollution of the water, you know, and the pollution of, you know, leading to climate change. So all those the issues which want to be addressed. And that's also looking inwards. We need to look inwards as Africa. And what we are saying is any demands or any proposals for the country should be located within those aspirations. But isn't it the case that South Africa acts like a kind of sub-imperial power? Because regional integration sounds nice, but it's also a very asymmetric term. That's true. It is true that South Africa has been a conduit, really. It has its own, you know, sub-imperialist interests in the continent, and it has been a conduit of global capital. You know, you find they have the global capital coming through South Africa, for example, has taken on a number of installations, for example, electricity. You know, they are also interested in privatization. Their companies are in Africa, and they are extracting a lot of resources from Africa. So when we talk about Africa, we need to be able to see which countries are we talking about, you know. South Africa, is it really, does it have interests of Africa in mind? And that's why we are saying when you look at the Africa, South Africa being on the G20, and somebody saying, oh, Africa is also represented, I think that is not true, because South Africa doesn't have this kind of thing. Du hast uns sehr plastisch beeindruckend die Diversität, das Zusammenleben in Rojava dargestellt, die Rolle von Frauen auch in führenden Positionen, das auch abgesichert ist. Und das in unglaublich kurzer Zeit, das sollten wir nicht vergessen, dass also auch Alternativen unter spezifischen Bedingungen in unglaublich kurzer Zeit geschaffen werden. Drei kurze Nachfragen. Das eine ist, es wird viel bei uns diskutiert, dass die Kooperativen, die ökonomischen Kooperativen, eine sehr wichtige Rolle spielen. Ist das die hauptökonomische Basis in Rojava? Ist das auch eine Alternative schon, die ihr auf Dauer stellen könnt? Das zweite, wie verhält sich denn unter Kriegsbedingungen die ja auch sehr bekannten demokratischen Räte, die Democratic Councils, wie verhalten die sich zu einer Struktur von Militär, das zwar sozusagen Befreiungsmilitär ist, aber selber noch eine autoritäre Struktur hat? Und das Dritte, habt ihr in euren Kämpfen, du hast es ja so sehr gut dargestellt, gibt es sozusagen Bezugspunkte, gibt es positive Begriffe? Ist das der Demokratiebegriff? Gibt es einen Begriff von Sozialismus oder von was anderem, der sozusagen die Kämpfe nochmal auf was Positives orientiert? As for the economy, but before I talk about it, just I will give a very short idea. You have said we have made all these things in a very short time. Yes, it is, but without any base bet, we can do it. We have, before the revolution, we had the, we can say, foundations. We have the basement. We have working, we had to use to work during the system of Al-Assad at that time,
but it was in a very secret way because it was forbidden. So we used to have our women movement among the society. It was forbidden, and many women were beaten in the jail because of that. We used to have some political activities, but it is very difficult that time, and many of our people, politicians, they were in the jail being killed in Assad jail. So, depending on all this struggle or all these activities before the revolution, we started to build our own new system in a little bit free way because we started the revolution. As for the economy, when I said the revolution of Rojava, it is a social revolution, political revolution, economic revolution. Economy of Rojava, it is a social economy depending on cooperatives. We have now built a lot of cooperatives, women cooperatives now be working, and the other also cooperatives in the agriculture, in the we can say education, in the other part, like can I say just as the building small clinics, centers, clinics, and so on. So all these cooperatives is working, but in a very difficult way and depending on their own possibilities. As I said, we have embargo. So, our cooperative now is going on, but in a very difficult way. The first things we started to concern about the women, because we knew that if you have free economy, that means the woman will be economic independence, that time she can be free. She will not be related to the man to give her her own, you know, whatever she wants to live on. So now we are working on this. We have now building a village, which is the village of the women. It is now being built by the hands of the women. Only women, they are building it. And they will be building their own cooperatives, their own economy in these villages. It will be just like a model. How can the woman be free? And then to prove to all the people that the woman can do everything because she has a very great power if there is a freedom for her to do it in the society. As for the yes, when I say democracy, it doesn't mean a contradiction with the military, you know, because when you want to build the administration depending on democratic system, you have to protect your system. How can we protect our administration and the system of the democratic federalism system in the north of Syria if we don't have any military forces? For that, at the beginning of 2012, we started to build our own forces, believing that if you don't have all your own forces, you can't protect yourself. You can't protect your society. You can't protect your system. And it is a nature, natural things. Everyone in the life, he has his own protection. Even the flowers, they have their own protection with thorn when somebody touching. Even anybody's in the world. So you have to protect and to defend yourself. You have your own defending yourself. We can say self-defense. You have this in all over the world. It is a natural thing to defend yourself when anybody attacks. For that, if you want to protect your
democratic system, you have to build your defending groups or armies. And this is what we have. We started with the YPG, the people protecting units, and the women protecting units. And then we have the umbrella of the Syrian Democratic Forces, which have many or multi forces of the Arabs, with the Kurds, with the Assyrian, and so on. All they are now under the umbrella of the Syrian Democratic Forces to defend Rojava and north of Syria from one of them, ISIS now. Who could know that we will have ISIS? So if we didn't have our own protection units, we will not be able to defend and to protect our people from ISIS now. We would not be able to liberate our own cities from the ISIS or from the other also extremist groups like Jabhatul Nusra, for instance, who is related to the Al-Qaeda, affiliated with Al-Qaeda. These groups, they have been the first group who is attacking Rojava in many cities in Rojava. They are the extremist people, with Jabhat al-Nusra and so many groups affiliated with it. So if we didn't have our own forces, we would not be able to protect our people and to have the democracy and to build the system of democracy in Rojava and north of Syria. The last question, is there any kind of narrative, is there a strong horizon to create a concept, whatever, an idea to create such an alternative society? Now, when we have our own this system, democratic system, the self-ruled administration system, and the real democracy which comes out from the bottom to the top. This philosophy we adopted from Mr. Abdullah Öcalan. This is his philosophy. If we didn't have this philosophy and these ideas, we would not be able to create this system now in Rojava. I think it would be the alternative system for all the dictatorship system in the Middle East. The self-democratic ruled administration. Each nation has their own rights. We are creating now the unity in Syria through diversity. Many diversities are there, I said, and so we are now unifying them, uniting them through this diversity. You should not deny the other rights. You should not deny the other language. You should not deny the other political rights or cultural rights. Now we have, for instance, just I give example, we have now in Rojava, in our social contract, in the Article 9, number 9, we have three official languages in Rojava. Three official languages, which never be in the regime of Assad time, which is Kurdish language, Arabic language, Assyrian language, which is the Aramaic language, the language of Jesus. It is being now being taught in our schools and in our university also. This is one of the diversity which we are now having, which would never be seen before during the Assad regime. Thank you very much. Ohne euch zu stressen, werdet ihr schon. Dann würde ich, weil Harald Wolf ja um 5 Uhr gehen möchte, würde ich Harald Wolf jetzt noch die Frage stellen für den letzten Block, würde aber dann aus Zeitgründen die Fragen von Ihnen, euch aus dem Publikum, mit meinem letzten Fragekomplex zusammenbringen. Wir wollen noch über Allianzen sprechen, und zwar auf einer ganz konkreten Ebene. Und das ist jetzt für Europa und für die EU, und deshalb ist es interessant, mit Harald anzufangen, ein spannendes Gedankenexperiment, weil man ja immer denkt, die EU braucht ja eh keine Unterstützung. Was würdest du oder was wäre sozusagen für ein emanzipatorisches linkes Projekt notwendig, sinnvoll von progressiven Akteuren aus anderen Weltregionen
an Unterstützung, an Hinweisen, an Kritiken auch zu bekommen, um hier Alternativen zu fördern? Und vielleicht auch aus welchem Spektrum? Dazu ein paar Gedanken. Dann werden wir die Fragen von euch vorlesen und die gleiche Frage geht natürlich dann umgekehrt an die drei anderen, bei der Parathie, Wolf, ihr Lebens. Bitte. Also wenn von Unterstützung und von Allianzen aus anderen Weltregionen angeht, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen und auch Unterstützung bekommen von den Kämpfen in den Ländern, wie zum Beispiel unter den Freihandelsabkommen, die die Europäische Union abgeschlossen hat, leiden und da die Auseinandersetzung führen. Wir haben vorhin von Jane gehört, die Kämpfe, die in Afrika über dieses Thema geführt werden, die Auseinandersetzungen, die in Lateinamerika geführt werden. Ich glaube, das müssen wir aufgreifen, weil es kann nicht sein, dass wir die Auseinandersetzung in Europa nur mit einem europazentrierten Blick führen über die Frage, wie können wir unsere Krise in Europa lösen. Wir werden sie nicht lösen können, wenn wir gleichzeitig auf Kosten des Rests der Welt leben. Und das müssen wir. Und das Zweite, wir brauchen natürlich die Europa-Allianz. Und da, glaube ich, muss viel mehr geschehen. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen Europa als Feld der Auseinandersetzung, als Kampffeld begreifen. Wir kämpfen alle noch viel zu sehr auf unserer nationalen Ebene. Das gilt zuvörderst ganz massiv für die Gewerkschaften, die teilweise noch in korporatistischen Denken verhaftet sind und an das Unternehmen und ihrer nationalen Ökonomie gebunden sind. Aber wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir nur im nationalen Rahmen kämpfen, sondern wir müssen uns international vernetzen, wir müssen uns auf europäischer Ebene vernetzen. Die Auseinandersetzungen, die innerhalb der Kommunen, innerhalb der Regionen stattfinden, die innerhalb der transnationalen und mitteltransnationalen Unternehmen stattfinden, die Auseinandersetzungen, die um die Freihandelsabkommen stattfinden, da müssen wir es schaffen, das gemeinsame herauszuarbeiten. Und wir dürfen einen Fehler nicht machen, den die Linke immer wieder gerne macht. Nämlich darüber zu diskutieren, was trennt uns denn? Nein, wir müssen das Einige in den Mittelpunkt stellen. Und wenn wir gegen die Austerität diskutieren, brauchen wir keine Diskussion, wollen wir im Euro bleiben oder außerhalb des Euros. Das ist im Moment nicht das Thema. Wir müssen diese Austerität beenden. Und das ist das Gemeinsame, was uns eint. Und darauf wollen wir sehen, dass wir da Allianzen. Jetzt haben die Anwältinnen des Publikums das Wort. Ich möchte noch zum Verfahren sagen, für euch drei, dass wir die Fragen, die jetzt gestellt werden, entweder spezifisch oder auch allgemein, bereits in eine letzte Runde einflechten. Dass ihr auch dann etwas dazu sagt, wie stellt ihr euch, wenn es nicht in den Fragen kommt, was soll an Unterstützung aus anderen Weltregionen für eure Kämpfe kommen, aus anderen Teilen, und dann bitte auch noch eigene Fragen eingehen, formulieren. Ja, wir sprechen nun für das Publikum. Vielen Dank für eure Fragen. Wir haben jetzt mal die ganzen Fragen ein bisschen zusammengefasst und das, was die meisten Leute interessiert hat, war Folgendes. Wie können alle Länder und Ebenen besser zusammenarbeiten? Welche Erfolge hattet ihr in diesem Zusammenhang in euren Bewegungen? Wo gab es Rückschläge und welche Konsequenzen habt ihr daraus gezogen? Das ist ja die Frage des Abends wiederholt. Ja, dann gab es eine Reihe von Fragen zur Europäischen Union, die auch in unterschiedliche Richtungen gingen und auch jetzt auch an verschiedene Panelistinnen sich richten, die ja im Grunde aus verschiedenen Regionen kommen und die EU auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten, sozusagen spanischer Staat, Deutschland und auch von außerhalb die EU-Handelspolitik aus der afrikanischen Perspektive. Sollte man die EU nicht einfach auflösen? Wozu brauchen wir die EU? War sozusagen die eine Richtung. Die andere Richtung, wenn wir die EU weiterentwickeln wollen, brauchen wir dann nicht auch europäische Parteien, europäische Akteure tatsächlich. Dann gab es noch eine staatskritische Frage, das Modell Rojava. Ist ja im Grunde auch eine Kritik an traditionellen staatlichen Strukturen, eine ganz neue Form von Demokratie. Ist Veränderung überhaupt in den traditionellen staatlichen Formen möglich? Da müssen wir nicht auch in der Hinsicht dann von Rojava lernen? Also Veränderung der Form, der Politik.
die letzte Frage bezieht sich auf die Medien. So hat die Person die These aufgestellt, dass die Medien verantwortlich seien für eine Depolitisierung der Bevölkerung. Und die Frage gestellt, wie auf allen Ebenen, also lokal, national etc., die Macht der Medien gebrochen werden könnte. Ja, vielen Dank. Da Harald Wolf noch ein paar Minuten hat und natürlich die EU-Fragen auch an die anderen bitte gehen, aber auch an Herrn, dazu bitte noch die Frage auflösen. Und wenn nicht auflösen, brauchen wir auch wirklich europäische Institutionen, Parteien oder andere Themen. Also die Frage ist ja, was ist die Alternative zur Europäischen Union, beziehungsweise was kommt nach der Auflösung? Und nach der Auflösung kommt der Nationalstaat. Mit allen Egoismen, die damit verbunden sind, ist hier im Moment die große Gefahr, dass wir eine Renaissance des Nationalismus in Europa haben. Und deshalb sage ich, wenn wir über Europa diskutieren, geht der Weg nicht zurück, sondern der Weg muss nach vorn gehen für ein anderes Europa, ein solidarisches Europa. Und da ist es in der Tat so. Ich habe es vorhin gesagt, wenn wir Europa als Feld der Auseinandersetzung, als Kampffeld begreifen, so wie wir bisher auch immer den Nationalstaat als Kampffeld begriffen haben, brauchen wir in der Tat europäische Bewegung, brauchen wir auch sowas wie europäische politische Formationen, Parteien, die eine europäische Öffentlichkeit herstellen und eine europäische Mobilisierung darstellen. Wir werden die Probleme des Klimaschutzes, die Herausforderungen der Globalisierung, die Krisen, die weltweit existieren, werden wir nicht im nationalen Rahmen lösen können. Und deshalb heißt das nicht, dass wir ein affirmatives, unkritisches Verhältnis zur Europäischen Union haben, sondern nein, die Europäische Union muss völlig neu begründet werden, muss auf eine neue Grundlage gestellt werden, aber wir sollten diese Kämpfe europäisch führen und nicht nur national. Das ist meine Position. An dich nochmal die Frage, was erwartet ihr von progressiven Akteuren sozusagen aus anderen Weltregionen für eure Kämpfe um sozusagen Ablehnung oder sozusagen nicht in Durchsetzung von Freihandelsabkommen und auch von Alternativen. Wie kann da besser zusammengearbeitet werden? Das war ja eine Frage. Auch nochmal vielleicht zur EU. Was ist eure Position zur EU? Und die Frage nach den Medien. Ich spiele das Wort nicht über. Die Frage gehen ja auch an die anderen beiden. What is your position towards the EU? What do you, would you also, because here is this debate, to really dissolve it or to reconstitute it as Harald says, is there any debate of that? Okay, I will start with that one, the position of the EU. Dissolving the EU? No, we haven't discussed that, I think, in Africa. It isn't our position to say whether it should be dissolved or not. But what I, from the EU, what I would request, because for me, the biggest challenge with the EU is the relationship between the EU and Africa, that we don't have policy space. You know, there is still that paternalistic relationship between Europe and Africa, where Europe knows what's good for Africa, you know, where like now the compact, in fact the compact, they call it the compact to Africa, but it was the compact for Africa. So countries sit and they say, Africa, you have problems, what you need is infrastructure and private sector. Go on and change your laws, change your frameworks, and you'll be home and dry. You know, so for me, I think it's this has to change. And I think what's important for all of us is to discuss the issue of democracy. Democracy in economic governance. Because when we talk about democracy, we talk about political governance. But we need to look at economic governance. There is a very, very huge democratic deficit when it comes to economic governance. Who is telling who to implement economic policies? It's now the G20.
But the G20 is basically the G7, then it was G8 minus 1, then they invited others. But now they are telling us, change your financial laws, change your microeconomic policies, you know? And we don't have any say in that. We have the WTO, the World Trade Organization, where all of us are members. Why don't we take these issues to the World Trade Organization and we discuss them? Why don't we go to the UN and we discuss them? You know? So there is that deficit which we need to address. And for me, I think the rise of the G20 and the power that G20 is wielding is because of that democratic deficit when it comes to economic governance. So when it comes to the EU, whether it's dissolved or not, it's up to the people concerned, really. I will just be brief about how the alliances and the successes. Our key findings when it comes to how we can cooperate better is that we need to, first of all, what are alternatives? What are the alternatives and how should they look like at national level, at regional level, at global level? Unless we agree that these are the alternatives, then that's when we can be able to work together. Our experience has been in the IPAS, a free trade agreement being negotiated between Europe and its former colonies in Africa, Caribbean and the Pacific. What we have learned is that when you are not clear about what you want to achieve, then the movement can't move together. You know, I have seen in the struggle against the IPAS, some of our friends telling us that, but I think IPAS are good for you. You know, they can help you to get out of poverty. And we say now that one is out of the movement. So we need to be able to move together. We need to be able to make linkages. Because, for example, a free trade agreement will affect gender, women's rights. We affect people working in agriculture. It will affect the environment. It will affect human rights. So we need to bring all those different peoples and different struggles together. Because at the end of the day, it's the same struggle. The struggle to live in dignity, to have jobs, to be able to live a decent life. So we need to move together towards that direction. Thank you. Nochmal in die EU zurück, nach Spanien, spanischer Staat, Sonja, eine Antwort zu. Okay, well, I think that there are a couple of struggles that can be useful to cooperate among different regions. However, I said one of them is fighting those treaties of free trade. And I think that the other one that we must take also for responsibility is migration. Because in Europe we've got like a policy of peace, but only inside Europe. Outside Europe we don't worry about what's happening. So I think these two are important. From the left, I think that there are two things that are, two subjects that are important, and it's the debt, it should be approached from a political level, and maybe have a conference in Europe about this thing. But also the relationship between the violations of human rights from transnationals. And this should be regulated. It's something that the left should work on. And finally, about if we think it's a good idea dissolving the EU, I would say that we cannot do it. No, however, I said to change Europe, we need at least one big country. Well, I think we need much more governments than one big country to change Europe. So to dissolve it is much more difficult. And we can see that with the Brexit,
we've seen that EU is designed to integrate a country, but not to let a country leave. And even May, with his initial intentions of having a hard Brexit, she was not able. She forced and she promoted another election. She is now weaker, and she is giving steps back. But she was hard with the Brexit, but the rest of the European Union was hard too with the Brexit. Our negotiators from the EU said things such as, Great Britain cannot live better, or well, it must be worse then. So we must break this logic, but it's very difficult. But I accept what Harald said, that Europe is a battlefield. We have a parliament to do this battlefield, but to change Europe will not be through the European Parliament. We need much more space. I think what's happening in the Middle East, or in our place in Syria actually, is not separated from Europe, from the world. All they are together. Because what is going on there affected here also. And you know the policy, how it's going on. So for that I say, how could the alliance of the European countries be helpful for the new system in the Middle East to be built there, as our federal system in the democratic administration of Russia? How could you support it as European countries? Unfortunately now, we are not seeing such support or great support for our experiments now. We always now see the double faces. Let me give just one example. We have now, we are actually with the international allies against the terrorism in Syria, which led by United States, Germany is one of them, France, and many European countries also. 60 countries, they are in this international allies against the terrorism. And we, as our forces, Syrian Democratic Forces, is also a partner with them. YPG and YPG is a partner of this also alliance. They are supporting in the military side, but in the political and democratic, and to have a new system there, it is not being shown. Nobody supports. They are supporting in the military side with YPG and YPJ, the women protection units and the people protection units, but the flags of these units, it is being prevented, prohibited in Germany. So it is double faces, really. And this is what we need to clarify. What's going on there in our region, it's affected here. ISIS, terrorism, is moving to Europe also. What we are doing there, we are protecting our place there, our people there, as well as we are protecting you here in Europe. So, to clarify your attitude towards this, you have to support us, not only military side, but even in the political side. How to build a new democratic system in our places. This is what we need now from the EU, and we need from the also, you know, the other countries, not only European. But we say, if Europe is strong and stronger, that time also it can have a good influence in democratic the other places in the Middle East. One of them is Syria. It should play this role, not playing the opposite. We know the policy,
we know the interests of each one, that we know it. But you should not ignore the people and the revolution of the people. This is what's going on now in our nation. It is the revolution of the people day, all the people. So we need now the support from the EU, from the, all the people in there, not only governments at the level of the governments, but at the level of the people here, social level. Not only the left parties, which we know the left, I mean, who are really supported, but we need the support from the others, because they are being also affected, which is happening in our nation there. Thank you. Thank you. Erstmal Ihnen euch herzlich danken, dass Sie noch zu so später Stunde ausgehalten haben. Ich habe wohl gemerkt, dass einige früher gekommen sind, wahrscheinlich weil sie nicht Schlange stehen, sondern an der Bar, wo wir uns jetzt gleich alle hinbegeben. Ich fand es einen langen, aber sehr spannenden Tag, innerlich sehr facettenreich, sehr schön auch zugespitzt, und möchte an dieser Stelle einfach nur schließen mit einem herzlichen Dank an die Organisatorinnen dieses Panels, dieses Kongresses.